Bist du immer noch in der Escalation? Klar, ich sehe ja gerade auch warum. So, war ein braunes stabil. Ja, so kann ich Van Braun powern ohne Ende. Hier, guck mal da. Yeah. Naja, da driftet es halt ein bisschen ab, aber. Aber es geht halt. Hui. Es driftet aber ganz schön ab, das Ding. Warum eigentlich? Was ist denn jetzt los? Valenza Hall. Gibt's denn. Auch Valenza Hall. Sind die Mammut. Liquid Fuel. Schnallt's nicht. Irgendwas haut hier nicht mehr hin. Irgendwas ist buggy. Ja. 99. Nee, ist richtig. Ach, in der Coppola ist ja auch was drin. Hier. Was ist die Energie? Elektrisch Charge. Oxidizer? Blende mal. Okay. In Blende. Was sind die Anzeigen? Wenn ich die jetzt klicke, dann rattern die wie Sau. Ich verstehe es nicht. Ist doch nicht mehr normal. Wir bringen sie nach Hause und dann hat sich das erstmal. Ja. So, wir brennen mal die nach Hause, dann brennen mal die andere nach Hause und. Ja, hört auf zu meckern. Ich muss hier meckern. Ja, eher ein Ding, wenn ihr anfängst zu meckern hier. So. So, die kommt nach Hause. Die anderen machen noch die Scans. Die Scans kriegen wir trotzdem hin. Also, das geht ja nicht flöten. Die Scans kriegen wir hin. Ist zwar ärgerlich, weil ich dort mit dem ganzen Ding machen wollte. Aber, naja, was nee, ist es nicht. Ist einfach mal so. Ja. Wenn wir Leben so sagen. Da Leben ist kein Ponyhof. Gut. Aber funktioniert. Erstmal. Also, wie man hier sieht. Ärgerlich, aber es funktioniert. So, da haben wir die Duna-Bahn gleich. Ah. Und immer weiter nach innen. Ja, das ist jetzt der reine Besatzungsträger. Gut, Unabahn. Ja. Ist schon schick, können wir so nehmen. Kommen sie halt langsam nach Hause. 33 Jahre sind sie eh unterwegs. Interesse machen wir automatisiert. Müssen wir mal schauen. Ich bin da noch am überlegen, welchen Lösungsansatz ich nehme. Das
Ja, das Umbauen sah zwar ganz nett aus, hat zwar auch funktioniert erstmal, aber es war instabil ohne Ende. Ich habe sowas in der Art auch schon geahnt. Da bin ich mal ganz ehrlich. Ja, da haben wir keine Science. Das ist sehr doof. Haben wir hier noch ein paar Science? Ja, die können wir mal nach Hause schicken. Ja. Haben wir da Science Stabler sowieso? Nix. Ach, das hat hier alles zerblättert. So, was sagt der Fuelimeter? Fuelimeter läuft. Wir machen mal hier die nee, wir machen den nochmal aus. Weil ich will erstmal das Datenpaket nach Hause jagen. Weil theoretischerweise kann ich auch die Docking-Kapsel wieder hier abmachen. Den Docking-Port. Mann. Bringen wir sozusagen die Warnborn wieder in Urzustand oder so. Ja. Das machen wir dann in der Heimat oder so. Ich muss mal schauen. Das ist ärgerlich. Extrem. Wegen einer Explosion, wo ich gar nicht mal erklären konnte, warum die Explosion da war. Das ist ja der Hammer. Gut. So, dann machen wir den Generator mal an. Machen den Generator hier mal an. Und dann lassen wir mal ja jetzt Zeit hier mal durchrackern. So, Energy läuft. Super. Monoprop stellt er her, warum stellt er die anderen nicht her? Monoprop aus. Shutdown Liquid. Was ist jetzt los? Aktivierte Generator. Okay, den will er. Ja, keine Ahnung. Irgendwie zerflügt sich hier beim Braun immer mehr. Das ist Altersschwäche. Naja, guck mal, wie alt hier ist. Das glaubt mir ja keiner, ey. Aktiviert. So, wo steht sie jetzt? Sie steht. Wo haben wir sie denn? Da hinten steht sie, da. Guck, da. Bum, bum. So, das gleiche machen wir jetzt mit den anderen Dingern auch. Wobei nicht mit alle. Das heißt, wir machen noch ein Manöver. Aber nicht mit der. Wir gehen mal. Zu der, die noch komplett ganz ist. Ich weiß jetzt nicht, welche das ist. Bei einer hat ja die Solarzelle gefehlt. Ne? Das darf man ja nicht vergessen. Das heißt, wir gehen mal hier rein und dann müssen wir mal gucken. Das ist die Drohne. Das ist die Landprobe. Landprobe. VB Orbital Science. Müsste die sein. Wir gucken mal nach, ob die komplett ist. Schauen wir mal nach. Ist sie das? Ja, sie hat noch beide Solarzellen, das ist sehr gut. Okay, die kloppen wir mal auf, die Dinger. Zack, zack, zack. Hier mal her, zack, mal her, zack, zack, zack. So, die kriegt jetzt einen Namen. Einen neuen Namen. Die kriegt jetzt Rename Vessel. Und das ist jetzt Scan Mission von Braun. Hat ihr Caps Lock gehabt? Scan. Miss.
Mission von Braun. So. Das ist die Scan-Mission von Braun. Die kriegt aber noch ein anderes Symbol. Sehe nämlich gerade. Die kriegt nämlich noch eine Probe. Da ist nämlich keiner jetzt mal an Bord. Okay. Was war denn das für ein Geräusch gerade? Warte mal, was? Rename Vessel? Chip. Okay. Ach, merkt ihr das? Wenn ich Chip habe, habe ich dieses Hintergrundgeräusch. Und wenn ich auf Probe gehe, ist dieses Hintergrundgeräusch weg. Das ist ja mein Ding. Da ist die Klimaanlage dann aus. Versteht ihr, was ich meine? Gott. Gut. Also. Wie sieht's denn aus? Wie sieht's denn aus? Du möchtest bitte Dress kontaktieren. Wir sind der blaue. Wir könnten direkterweise so bleiben. Der bleibt für Dress. Das ist okay. Ja, ja. Das. Der kommt. Das ist. Der scannt dann alle. Das ist ganz okay. Gut. Folgendes. Lass mal nochmal schauen. Hier ist alles zu. Damit sieht die ganz schick aus. Wir werden mal da die Lampen ausschalten. Hallo? Jetzt gehen wir wieder ins Space Center, das werden wir die anderen auch noch umbenennen und dann zurückholen. Ja, die anderen kommen dann zurück. Mal wieder rein. Ladescreen. Gut, also. Die von Brown Land Pro. Die Land Pro. Gut, damit wir wissen, dass die zurückkommt, kriegt die erstmal einen neuen Namen. So, Rename Vessel. Das ist nur noch Land Pro. Und Return. Die kriegt einfach ein großes Return verpasst und das Land Probe fertig rum. Wir wissen mal ganz genau, die kommt zurück und das passt schon. Q sieht eigentlich ganz gut aus. Das heißt, die kriegt erstmal alles aktiviert. Die geht Retrogaten. Das werdet ihr euch wundern. Der kann die ja steuern. Ja, weil ich sämtliche Dinge so gebaut habe, dass ich es jederzeit einzeln steuern kann, auch ohne Personal. Also, manchmal bin ich über sowas echt glücklich, dass ich so an so einen Mist denke. Okay. Die kann nicht zünden. Die muss ich manuell aktivieren. Gut, aktivieren, auch aktivieren, aktivieren und auch hier aktivieren. Hallo? So, und der noch in der Mitte. Oh, okay, wollte schon sagen. Gut, damit geht die jetzt auch runter. Da seht ihr sie, blaue Linie, bumm, passt. Auch die geht zurück. Okay. Ja, und einzeln sind die Teile alle super stabil. Passt super. Heidi, heidi. Ach, so, mal super. Brennen wir die auch runter. Ja. Ja, da fragt man sich, was da gecrashed ist. Ich weiß es nicht. Manchmal ist es vielleicht auch besser, wenn man es nicht weiß. Sonst regt man sich tierisch auf oder so. Keine Ahnung.